Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Wir machen heute ägyptisches Brot, Fladenbrot. Ich habe schon vorbereitet für euch heute. Wir müssen uns ein bisschen organisieren hier, damit, also wir haben hier zwei kleine Teelöffel Zucker, eine Prise Salz und was die Ägypter hier in Oberägypten noch machen, was ich aber auch im ägyptischen Fernsehen gesehen habe, die nehmen Nido. Das ist ein Milchpulver, was die Ägypter, die sich keine Milch leisten können, weil das ist wirklich günstiger, als Babynahrung. Wenn das Kind dann über ein Jahr ist, anderthalb, gibt man das als Zusatz. Ne? Also Milchpulver tun die rein. Man kann natürlich zwei Teelöffel und man kann natürlich auch einen Schuss Milch nehmen. Kein Thema, ne? Also, Eischbälle, die eine Tasse habe ich genommen, das ist unser Messbecher. Eine Tasse warmes Wasser, lauwarmes Wasser. Dann schütte ich diese Mischung mal hier rein. So, dass nichts verschwendet wird. Halas. Dann haben wir Trockenhefe, eine Packung. Jetzt muss ich mal ganz kurz die Schere holen, kleine Sekunde. Eine Packung Trockenhefe. Wir nehmen immer die hier von der Marke Dream. Dream, träum weiter. Ne? Und das ist die günstigste Alternative. How much is this? Unbound? Ein Pfund, also ein Pfund, das ist billiger, als wenn du richtige Hefe kaufst. Ne? Können wir gleich wegschmeißen. Und so seht ihr, da haben wir uns gleich mal 2 Kilo Mehl gekauft vom Supermarkt. So funktioniert das hier in Ägypten. Das wird dann abgewogen und in so einer Tüte hier. Also das machen viele, die holen sich große Säcke und füllen dann ab. Das ist auch wieder ein extra Verdienst für die Supermärkte, anstatt selber dieses Mehl einzukaufen. So, also, und dann 3 Tassen Mehl. 1, 2, 3. Das war's schon. So, tun wir das mal wegstellen, das ist auch kein schönes Foto hier. Und jetzt geht's los, jetzt wird geknetet. Na? Guck mal, ich kann noch dazu sagen, also wir benutzen Meersalz und Rohrzucker. Ist gesünder als dieser Industriezucker. Wir haben ja Zuckerrohrfelder und da wird natürlich kein Industriezucker gekauft. Der ist teurer als der normale Zucker. Also nicht viel, aber ist auch, wie gesagt, bräuner, ist mehr der Naturzucker. Und ja, so. Dann, wenn man das dann ungefähr 3 Minuten geknetet hat, kommt es in die Sonne zum Aufgehen. Ne? Wird schön abgedeckt, tue ich auf meine Terrasse und warte ungefähr eine Stunde und dann geht's los. Jetzt sieht man auch, also man sagt immer, man muss gucken, der Teig braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Meier, also Wasser. Hm? Man kann immer nur sagen, okay, wir haben jetzt eine Tasse benutzt, wir werden jetzt noch ein bisschen nachmachen, damit, so, ich meine, ich nehme jetzt noch eine halbe Tasse, dass der Teig ein bisschen geschmeidig wird. Ne? Die Ägypter, wenn du sie fragst, und wie muss der Teig sein, sie sagen dann, ja, das musst du sehen und, ganz genau die Konsistenz können sie dir auch nicht sagen. Also nicht die Konsistenz, die Zutaten, die messen immer in Becher und dann jedes Mal kommt es ja auch anders raus. Ne? So. Jetzt, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Wasser genommen. Too much water, Schweier. Dann holen wir noch ein bisschen Mehl nach. Wir sind da flexibel, kein Problem. Ne? So. Also dann können wir nochmal sagen, für was brauchen wir die? Also für 6 Fladenbrote 3 Tassen Mehl ungefähr, ne? Und 1,5 Tassen oder sagen wir jetzt mal 1 Tasse Orobe und 1/4 Orobe Wasser, Meier. So, und wenn das gut geknetet ist, einigermaßen, dann so. Es gibt auch Muckis, Leute, ne? Muckis, sieht man mich? Hallo!
Ja, könnt ihr euch mal sehen, was wir hier machen. Also auf allgemeinen Wunsch, so viele Leute wollten immer, dass ich dieses Brot mal zeige. Es ist ganz schön schwer zu kneten, damit ihr zugucken könnt. Es ist gar nicht so easy. Ich habe auch meine ägyptische Freundin dabei, ihr Telefon klingelt gerade. Typisch ägyptisch, ne? Telefon vergessen auszumachen. Setzen 6. Wir haben sogar die Spülmaschine ausgeschalten, damit man den Sound besser hört. Das Brot muss, also dieser Teig muss so lange geknetet werden und immer wieder Mehl nach, bis die eigenen Hände sauber sind. Na, da kann ich kneten, du. Also, wie gesagt, wir haben nochmal Mehl nachgeschüttet. Das heißt, jetzt dann haben wir ungefähr 3,5 Tassen Mehl jetzt drin und 1,5 Tassen Wasser. Dann machen wir ungefähr 6-7 Fladenbrote da draus, ne? Ich habe gesagt, ich will nur 6 machen, also sind wir auch nicht so viele. Ich muss mir nicht hier den Arm abkneten. Ist ja nur ein Beispiel für euch, ne? Weil, wenn man in Deutschland ist, will man halt auch mal so ein Brot nachmachen können. Und ja, so ist das. Also es wird schon besser. Und ich zeige euch das ja auch in 2 Varianten. Einmal im Ofen und einmal in der Bratpfanne. Wie man das auch machen kann zu Hause. So. Seht ihr? Anchief, Quais, Alhamdulillah. So, also jetzt ist der Chief satisfied, sie ist zufrieden. Jetzt können wir es abdecken. Hand fast sauber, so muss es aussehen. Ne? Okay, wieder was gelernt, seht ihr. Learning by doing, yalla. Weh, du wirst nicht gut, ich sag's dir. Also, das lassen wir jetzt schön hier und warten. Eine Stunde, yalla. Weiter geht's. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Tada! Abracadabra, da ist es. Guck mal, wie groß das gewachsen ist. Ha? Das ist, ich liebe, ich mag auch den Geruch von Hefe. Keine Ahnung, also mega lecker. Ich freue mich und ich sehe gerade ein bisschen mehr Licht hier, dass ihr was seht. Ja, jetzt geht's weiter. Und jetzt sollte man spätestens jetzt den Ofen anmachen. Unten den Ofen auf, wenn es geht, wenn ihr 300 Grad habt, schaltet das Ding an. Ansonsten so hoch wie es geht. 260 Grad hat mein Gasofen unten. Und den lassen wir auf jeden Fall eine halbe Stunde, dass richtig Bombe heiß wird. Ne? Weil wir zeigen ja 2 Varianten heute. Einmal in der Pfanne, Bratpfanne und einmal im Ofen. Im Ofen seht ihr dann, die gehen auf wie Ballons. Mega geil. Okay. Und hier, ich kann euch schon mal sagen, was wir jetzt machen. Wir nehmen hier kleine Bällchen raus, werden die hier mit meiner Pizzarolle, wie auch immer, wie das heißt, eine Walze, ne? Schön. Man kann sie dicker haben, also wir mögen sie sehr, sehr gerne ganz dünn. Dann gehen die auch viel besser auf, als wenn sie so dick sind. Dann kleben sie besser eher aneinander, haben wir die Erfahrung gemacht. Jalla, los geht's. Jetzt schalte ich mal meinen Ofen an. So, meine Lieben, weiter geht's. Ich habe schon alles vorbereitet. Ich habe schon ein Blech, wie ihr seht, mit Alufolie ausgelegt. Und da tun wir nachher unsere Brote rein. Wir werden jetzt die Bälle nehmen, einfach Bälle machen. Und da sparen wir Zeit. Und immer die Hände, auch beide Hände müssen voll mit Mehl sein, sonst habt ihr den klebrigen Teig. Einfach Bälle machen, plus minus, kommt auch dran, wenn ihr größere Fladen wollt, also Fladenbrote, ne? Dann macht ihr größere, das ist alles eine Übungssache, Übung macht den Meister und es riecht auf jeden Fall super, Leute, also der Geruch, der Duft der Liebe. The smell of love. Perfume of love. So. Jetzt ist schon wieder vergessen hier. Mehl, seht ihr, dann klebt es gleich fest. Das wird ein Riesenbrocken hier. Nummer 5. Ah. So, Dele. Dann geht's los, Leute. Also. Der ist jetzt auch ein bisschen groß geworden. Hier, da habe ich noch ein kleines Bällchen. Das kriegen die Kinder dann. So, da machen wir was anderes draus. So.
Also wie versprochen, 6 Fladenbrote. Wir machen 5 im Ofen machen und eine in der Bratpfanne. Jetzt drücken wir das so an. Sieht man es gut? Ich muss immer kontrollieren, nicht, dass ich hier umsonst das Video drehe. Also schön andrücken. Die Walze, na, muss mit Mehl sein. Genau, mit Mehl bestäubt. So. Und dann schön dünn walzen. So, das war's. Zack, zack, dann kann man es nochmal andrücken. Das wird jetzt auch ein bisschen groß, aber ja, hätte man wahrscheinlich auch 7 oder 8 machen können. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, so ungefähr ist... Nein, Hogada, wenn man zum Get geht, die machen ja auch so Pizza und die schleudern das dann und malisch, das ist nicht mein Talent. Na, so, erste ist drauf auf meinem Can I have a Schweier the Geek? Aber muss ich noch ein bisschen einstäuben hier, ne? Wir dürfen ja nicht mit Mehl sparen, nicht geizig sein. Immer die Walze schön. Ach, im Hintergrund hört man den Jonas weinen. Der will die Mama, ne? Wir machen heute 3 Kochvideos. Das heißt, 2 Stunden keine Mama. Und mein Mann muss Kindergarten machen heute. Ne? Also 2 Stunden ist aber lange. Sag ich, sorry. Ich muss mich wirklich, heute ist Videotag, 2 Stunden. Und dann bin ich wieder Mama. Jetzt machen wir Kochvideos. So. Ich tue das immer so ein bisschen gleichmäßig andrücken. Das komme ich immer noch mal walzen. Dass nicht eine Seite dicker ist als die andere. Fertig! 1, 2 und Nummer 3. And satisfied. Ja, die ägyptische Kochchefin, ja, die kennt sich ja aus, die macht es ja schon seit sie. Yeah. You start with making bread with Arbatasha, Arsana or Ea? Since three years, I think. Seit 3 Jahren macht es nur, okay. Also bevor sie heiratet. Before your marriage you learn to make bread. Important. Also bevor sie geheiratet hat, hat sie gelernt Brot zu machen. So Leute, jetzt habe ich es natürlich riesengroß gemacht. Jetzt können wir mal schauen. Seht ihr meine 3? Die liegen einfach so. Auf dem Blech habe ich schon mal Mehl bestäubt. Das können wir jetzt gleich in den Ofen tun. Und mein anderes, das hier, das machen wir ja im... Kommt dann nämlich das Große. Das machen wir in der Bratpfanne. Ah, we start with the Tasa Owl. Schon der Forn ist not ready. Also wir fangen erst an mit der Bratpfanne, dass ihr seht, wie das aussieht. So. Ja, wisst ihr Leute, manchmal ist es so, dass die Fladen nicht immer aufgehen. Da ist jeder dann nervös und will unbedingt, gerade jetzt in dem Video will ich ja unbedingt, dass alles perfekt ist. Ne? Also ich bin jetzt schon ein bisschen am Zittern und hoffe, dass das wirklich aufgeht wie ein Ballon. Ne? Liegt doch sehr oft an den deutschen Öfen oder auch an unseren Öfen, dass man eben nicht so heiß macht. Deswegen machen es ja die Ägypter in ihren Lehmöfen. Da ist die Hitze wirklich sehr, sehr hoch. Und ja, wir gucken halt, wie wir es machen. So, ab geht's in die Pfanne. Yalla, I'm back. Hallihallo, da sind wir wieder. Also, das ist unser... Fladenbrot für die Pfanne. Die Pfanne, da haben wir schon mal 2 Minuten heißes angemacht. Ohne Fett, ganz arg wichtig, ohne Fett. Und jetzt kommt der Überraschungsmoment. Wie wird's? Jedes Mal eine Überraschung. Also, selbst meine Freundin, die schon so viele Jahre hier Brot macht, ist nervös jetzt, weil wir gerade fürs Video, soll es ja klappen. Also, es sollte auch eine beschichtete Pfanne sein, by the way. Ne? Weil man macht ja auch ohne Öl und so. Bismillahirrahmanirrahim. Das wird jetzt reingetan. Für diese Dinge habe ich leider keinen Deckel. Man muss sich irgendwie zu helfen wissen, kreativ sein. Ungefähr 1 Minute lässt man das drin. Mhm. Und dann, ja, in der Hoffnung,
dass es aufgeht, werden wir sehen. Also im Ofen geht es definitiv auf, nicht jedes Mal in der Bratpfanne. Schau mal. Ah. Man sieht kleine Luftbläschen. You see bubbles. So it's, then it's working. Ah, it's looking good. Es sieht nicht schlecht aus, Leute. Also, wenn es aufgegangen ist, zeige ich es euch. Man muss ja echt sagen, sorry, wir sind hier keine voll die jahrelangen Profis. Ich mache die Videos für euch, weil die Anfrage eben da ist. Ich bin jetzt hier nicht die Profifrau, also seht es mir nicht nach, ne? Also, wieder. Ah, es wird. Little bit. Maybe it's not hot enough. Mischmuschgelee, kein Problem. We will see. Ach, wir brauchen diesen Pfannenwender. Mal gucken, wo der wieder ist. Shukran Habibti. So. Normalerweise darf man ja auch nicht mal so Topfguckermäßig 100 Mal da aufmachen. Die Hitze muss ja drin bleiben, die entweicht ja jedes Mal. Aber wir müssen auch mal gucken, dass es nicht verbrennt. Ach, huch, der Ballon geht auf. Masha'Allah, wir haben es geschafft. Also Leute, ich nehme alles zurück. Wir sind voll die Profis. We are full Profi hier, Habibti. Also, sorry. Ne? Also, was ihr da gerade gehört habt, forget it. Na, können wir angeben. Da sind wir die Angeber. Ich bin so happy jetzt. Jalla, gucken wir nochmal. Ah, das muss ich euch jetzt entscheiden, ne? Dass ihr mir das auch glaubt. Nicht, dass ihr denkt, die lügt doch. Hier, seht ihr, das geht schon hoch. Na? Ballone. Okay, jetzt mache ich aber. Also, Beweis gegeben. Jetzt müssen wir Sabr, Geduld. Übrigens, ich bin so happy. Ich habe, jetzt weiß ich gar nicht mehr, war das öffentlich oder war das in einer Nachricht? Ich kriege ja wirklich so viele Nachrichten. Dankeschön euch allen, ich bin so glücklich darüber. Eine Nachricht ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Da ist eine Frau, die kocht für ihr Leben gern Arabisch und fast nur noch Arabisch. Für ihren deutschen Mann und sie ist auch Deutsche. Also die haben, sie hat sich noch mehr Kochvideos von mir gewünscht. Ich bin so happy, ne? Mega geil. Machen wir hier arabisches Brot, kannst du machen, ne? A la Khadija, mit Milchpulver machen die rein. Aber ich denke, mit einem Schuss Milch geht das auch. Und natürlich mit frischem Hefe sowieso. Hier ein Päckchen Trockenhefe, habt ihr gesehen, ne? So, jetzt müssen wir wieder gucken. Ah, it working. Come and look. Jetzt können wir es mal umdrehen, ne? Der Chefkoch sagt, dreh das Ding um. Einmal, zweimal. Ah, schaut mal, so muss es aussehen. Es ist ohne Öl. Ne? Ah, in der Bratpfanne. It's nice. Chefköchin ist auch zufrieden. Ihr fallen auch 1000 Steine vom Herzen. Jalla, da können wir den Kochlöffel schwingen hier. Ganz cool bleiben, wir lehnen uns zurück. Wir haben es hingekriegt. Alhamdulillah. In the foreign is not a big problem. Anyway, they will come always like Balloona. So. Ah, inshallah. Na, ich habe die große Klappe, nachher klappt es wieder nicht. I have my big mouth and later we have... Jalla, es wird funktionieren, Leute, es wird funktionieren. Okay, das geht aber jetzt auch ratzfatz, ne, normally, it's khalas. Khalas. So, einmal umdrehen, reinschmeißen, ich mache die Pfanne aus, weg. Hier, das ist, ah, okay, das ist auch schon heiß. Also, was wollt ihr mehr, Leute, was wollt ihr mehr, ne? Bin ich nicht eine Brotbäckerin? Ne, ich bin doch hier, könnte auch im Hotel arbeiten hier als Brotmacherin. Hier, also, mehr will man nicht. Natürlich kann man es noch bräuner machen. Aber umso heller das ist, ich finde, dann umso weicher ist das Brot dann nachher. So, und jetzt müssen wir es probieren. Ne? Jetzt kommen dieser, yalla. Probieren wir mal. You want to try? Have a try. Oh. Aua. Hier, in die Auel. Prinzessa. Die Prinzessin kriegt zuerst. Seht ihr, das ist alles durch, alles gut. Muss man ja mal zeigen hier. Alles okay. Charelle, funktioniert's? Ist gut? Es riecht auch noch so toll. Also ich bin ganz happy jetzt, ne? Leute, Bombe. Und dieses Brot benutzen wir heute Abend. Ich habe ja, wenn ihr in meinen anderen Videos seht, heute ist Videotag. Ich habe Full gemacht und ich habe auch Sambusa gemacht. Also dieses frische Brot wird heute Abend in Full getunkt. Khadija hat gekocht heute. Wenn euch das Video gefallen hat,
hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Ihr wisst, wie immer, YouTube-Regeln, Daumen hinterlassen, dass man auch sieht, dass ihr auch die Arbeit, die in so einem Video steckt, wie gesagt, Lobpreist, kann man auch sagen. Ne? Einfach einen Daumen schenken, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, wenn ihr das nachgekocht habt, nachgebacken habt, lasst es mich wissen. Ich wollte das Video beenden. Wir können es gar nicht beenden. Wir müssen ja noch das andere machen. I want to close the video. It's not working. We have to move. Also Leute, ich bin schon ganz happy. Wir machen weiter. Sorry. Bis die Tage. Nee, bis gleich. Jetzt einmal den Backofen aufmachen. Ganz, ganz schnell muss man sein jetzt. Die unterste Schiene. 260 Grad. Schnell zumachen und warten. Und ich esse so lange ein Stück Brot. Guck mal, ist das nicht lecker so? Sieht das Brot aus in der Bratpfanne. Ohne Öl. Lecker, lecker. Ne? Also in ungefähr nach 40 Sekunden, sagt meine Freundin, gehen die Ballons hoch. Kann natürlich auch länger dauern, weil es jetzt eben keine 300 Grad hat, der Ofen. Aber sie werden hochgehen. Mal gucken. Sie sind auf dem Weg. Im Ofen dauert es ein bisschen länger als in der Pfanne, ihr wisst. Und da man immer auf macht, geht die Hitze raus. Also eigentlich am besten zulassen. Natürlich, mein toller Backofen hat hier normalerweise Licht, aber ich stecke den nicht ein. Deshalb, der Backofen läuft ohne Strom. Ich mache immer auf, ich brauche da gar kein Licht. So, jetzt können wir aber mal gucken. Ah, tada! Also, das in der Mitte ist aufgegangen. I think we will turn around this, huh? Hier hatten wir nicht genug Mehl. Am besten ist natürlich, dass man überhaupt nicht Silber benutzt, ne? Dieses Alufolie. Aber das ist kein Problem, wir machen trotzdem weiter, wir schmeißen nichts weg. Wir drehen das jetzt einfach um. Eins ist geworden, wie ihr seht, also in einem ganz normalen Backofen, alles gut. Also, wir haben jetzt aufgemacht, ihr habt gesehen, Unfall passiert, ich war jetzt wieder zu sicher mit allem. Darf man nie sein beim Brotbacken, es kann immer wieder schief gehen, also nicht der Schnauze nach oben wie ich. Nee, man muss schon ein bisschen modest bleiben. Also mehr, wir haben zu wenig Mehl auf die Alufolie getan. Normalerweise braucht man auch keine Alufolie, man kann das so, ne? Yalla, tani mara, nächstes Mal, aber ihr habt gesehen, also das geht auf wie ein Ballon und es schmeckt wirklich Bombe. Jetzt gucken wir nochmal, wir tun sie nochmal umdrehen, dass sie braun werden und dann sind sie auch schon fertig. Dann mache ich die nächsten, aber das braucht ihr nicht mit angucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kocht mal nach mit mir. Machen wir mal auf mit euch, seht ihr mich hier? Guck mal, einmal. Ach, alles gut. Und du auch? Yalla. Auch schon, upsala, muss mal wieder reingehen. Arrive to finish. And you? So, halas. Also das braucht auf jeden Fall noch 2 Minuten, 3 Minuten in der Hitze. Dann sind wir fertig. Schmeckt, wie gesagt, Bomber, ihr wisst. Also viel Spaß beim Nachmachen und ich wünsche euch nicht so viele, kann immer wieder passieren, ihr wisst. Yalla, bis die Tage. Merci lema, bye bye.